Das hier ist Goldi, der kleine Ceratosaurus. Goldi steht gerade ganz allein an einer Klippe, weil beide Elternteile hier die Klippe runtergefallen sind beim Jagen. Und jetzt ist Goldi auf sich allein gestellt. Muss jetzt erstmal hier wieder hochkommen. Ich hoffe, das... Oh Gott. Ich hoffe, das klappt, wollte ich gerade sagen. Dann müssen wir hier runter, ohne zu sterben. Oh nee. Okay, wir leben noch, aber das Bein ist gebrochen. Oh Gott. Da liegen die beiden Eltern. Oh, man sieht sogar die Rippen. So hart war der Aufprall. Oh, ist das traurig. Aber jetzt müssen wir erstmal hier aus diesem Canyon wieder humpeln. In dieser Folge hatte ich tatsächlich ganz alleine als kleiner Ceratosaurus echt Startschwierigkeiten. Wie ihr sehen könnt, haben mir die Raptoren das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Und deswegen war es dann halt auch schon Nacht, als es dann richtig losging. Hier vorne ist was. Das ist ein anderer Cerato vom Sound, oder? Vielleicht kann ich mich ja mit dem anfreunden. Oh nee, Kano. Doch kein Cerato. Ich muss jetzt durch die Büsche laufen. Ich kann halt nicht hinkommen mit meiner leuchtenden Farbe, das ist so schwierig. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Schwimmen wir jetzt mal hier rüber. Oh, voll viel Schaden bekommen. Ups. Egal. Hauptsache weg von da. Ich hoffe, hier finden wir Nahrung. Da ruhe ich mich mal ganz kurz hier im Busch aus. Und dann müssen wir weitersuchen. Aber ihr seht ja, wie ich leuchte im Dunkeln. Das ist echt keine gute Farbe. So, wir sind wieder fit. Dann hoffe ich mal, dass wir was zu fressen finden jetzt. Aber wir sind schon echt hungrig. Aber ich mag die Nacht gar nicht. Ich bin so auffällig. Aber hier vorne wäre das S und Knochen. Ich glaube, Knochen sind sogar sehr, sehr gut. Ich glaube, da kriegen wir alle drei Diäten. Deswegen gehe ich erstmal zum Knochen. Oh, guckt euch mal an, wie ich leuchte im Dunkeln. Oh Gott. Dieser Skin, der bringt mich um. Ich hoffe, der wird noch dunkler, wenn er erwachsen ist. Vielleicht ist das ja ein großes Skelett. Dann können wir uns auch vollfressen, glaube ich. Das könnte reichen. Wir gucken mal. Ja, jetzt haben wir eine perfekte Diät zum Wachsen, wenn wir das voll kriegen. Oh, ich glaube, das passt perfekt. Der Magen ist gleich gefüllt und auch die Diäten.
Ich glaube, überfressen kann man sich eh nicht mit dem Cerato. Aber jetzt haben wir eine Perfect Diet zum Wachsen. Richtig, richtig gut. Es geht jetzt auf 50% hoch. Das heißt für uns, wir können jetzt uns erstmal ein bisschen verstecken und die Nacht abwarten. So, wir haben jetzt eine ganze Weile gewartet und sind auch gewachsen. Sieht man, glaube ich, schon ganz gut. Unsere Farbe ist ein bisschen angenehmer jetzt. Also wir sind ein bisschen dunkler geworden auf dem Kopf. Es ist jetzt 5.23 Uhr, also es wird bald hell. Und wir sind schon bei 43%. Das war wirklich nicht schlecht. Eine gute Nacht. Wäre cool, wenn wir jetzt nochmal unser Food auffüllen können hier in der Nähe. Und da müssen wir ganz dringend was trinken. Hier ist einiges, aber da will ich nicht hin. Da sind bestimmt auch andere Fleischfresser. Und diese Knochen mit dem Restfleisch oder was das ist da dran, ich glaube, die sind noch nicht für unsere Diät. Das heißt, ich werde erstmal trinken gehen. Ist auf jeden Fall unwahrscheinlich, dass hier ein Croc ist. Wir sollten schon echt Pech haben, wenn wir jetzt hier gefressen werden. Aber zeitlich müssen wir jetzt auch trinken. Ich suche mir nochmal eine Stelle, wo der Busch ein bisschen näher hier am Ufer ist. Hier zum Beispiel. Wird schon gut gehen. So, jetzt sind wir wieder voll mit Trinken und jetzt müssen wir wieder zurück auf die Wiese und hoffentlich Fressen finden. Ja, die Sonne geht auch endlich wieder auf. Wir sind doch noch ganz schön auffällig. Aber ich glaube, mittlerweile können wir uns auch ein bisschen verteidigen. Oh. Hier ist ein anderer Zera. Warum rennt er weg? Wir können doch groupen. Okay, der will Französisch halt reden. Okay, dann geht der. Ja gut, dann soll der mal in die Richtung gehen. Solange wir friedlich miteinander sind. Ist ja alles cool. Der ist ungefähr genauso groß wie ich. Das ist ganz gut. Aber wir brauchen bald Food. Ich glaube, das ist eine Ziege oder so. Können wir schnell mitnehmen, wenn wir es hinbekommen. Ich weiß gar nicht, ob das unsere Diät ist. Ja, wir können es ausprobieren. Ich möchte aber mich weiter wegbewegen von den anderen Ceras. Vertraue denen nicht. War leider nur ein kleiner Snack, aber besser als nix. Doch nix für unsere Diät. Aber bevor wir hier verhungern, warum nicht? Ich überquere mal hier das Wasser. Wird schon gut gehen. Dann gehen wir weiter, weil da vorne war so ein S-Symbol. Da würde ich gern hingehen. Da wäre das. Oh, da vorne ist auch gerade was am Trinken. Ich glaube, das ist ein Kanu. Oh, da ist ein Croc. Okay, wir müssen vorsichtig sein. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht rüberschwimmen zu der Leiche. Da links ist noch ein Cerato. Frage ist halt, ist der allein? Ich traue den hier halt allen nicht. Der schnuppert auch gerade. Versuche mich anzufreunden.
okay, das ist gut. Der scheint friedlich zu sein. Hier sind auch schon ein paar Kleine dabei. Okay, ich gehe wieder zu meinem Dude. Bin ich wieder am Start. Ich glaube, der frisst da oben auch schon. Hier ist noch voll viel hier oben. Voll viele kleine. Ein Hipsi. Aber der uns anspucken wollte, wie frech. Aber die ganzen Kleinigkeiten hier kann man leider nicht essen. Also ich zumindest nicht. Ja doch, das geht. Mein Kollege lockt sich aus, jetzt bin ich wieder allein. Das ist nicht gut. Und jetzt beginnt auch schon wieder die Nacht. Aber ich werde mich direkt wieder auf Essenssuche begeben. Es wäre halt auch cool, wenn wir wieder vielleicht einen anderen Zera finden, mit dem wir eine Gruppe bilden können. Weil alleine fühlt man sich irgendwie immer ein bisschen unsicher. Ach, guck mal, da unten kämpfen Pachis gegen den Kano, so wie es aussieht. Oh, jetzt ist, glaube ich, der Pachi down. Okay, wir haben ihn. Jetzt fressen wir uns voll. Das haben wir uns verdient. Ich mache jetzt zweimal das S voll und dann esse ich noch was von den Pachis. Ich hoffe, die sind eine andere Diät. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch was anderes riechen können. Ja, der Pachi sind genau die Punkte. Das ist perfekt. Oh, damit sind wir jetzt wieder perfekt genährt. Ist ja ein Traum. Da ist noch ein Cerato. Ich versuche mich mit dem anzufreunden. Gucken, ob der groupen will. Ja, will er. Dann sind wir jetzt auch nicht mehr allein. Das hat doch perfekt geklappt. Vor uns im Busch ist irgendwo ein Kano. Doch gerade nur eine Ablenkung, glaube ich, der kleine Kano. Er hat ihn.
greift ihn an. Er hat leider noch was mitgenommen von unserem Zeug. Aber wir haben hier noch genug Essen. Wir trinken mal. Oh nein, mein Mate. Das war's mit ihm. Oh nein. Ach, der Arme. Tscherno. Es war eine kurze, aber schöne Zeit mit dir. Ach, wie traurig. Zum Glück hatte ich noch nicht so eine Verbindung zu ihm aufgebaut, aber es tut mir trotzdem leid für ihn. Die Sonne ist schon wieder aufgegangen, wie schön. Mit dem Server hier scheint die Nacht nicht so lang zu sein. Aber es ist trotzdem viel passiert. Wir haben Kano gekillt, auch wenn der schon sehr angeschlagen war. Dann hatten wir... Wartet mal, ihr hättet in die Kommentare geschrieben, diese Büsche, dahinter ist immer eine Klippe. Gut, dass ich jetzt nicht gesprintet bin. Dann hatten wir einen neuen Freund, der jetzt schon nicht mehr ist. Und jetzt bin ich wieder allein. Aber immerhin wird's hell. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt trinken möchte, weil ich weiß halt, dass hier in dem Wasser irgendwo ein Croc ist. Wir haben es übrigens jetzt auch geschafft. 100%. Wir sind komplett ausgewachsen. Und die Diät ist auch sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, was wir haben. Ja, Leben, Wiederherstellung ist sehr, sehr gut, glaube ich, mit dem. Und Sprintkosten sind auch weniger. Das ist doch nice. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen Richtung Nordosten wandern. Da war ich bis jetzt erst sehr selten und das möchte ich mir mal ein bisschen angucken. Vor allem suche ich halt auch immer noch einen Spot, wo ich sicher trinken kann. Ich glaube, hier vorne ist es relativ flach, das Wasser. Sieht zumindest so aus. Dann werde ich mal die Chance nutzen und hier trinken. Hoffen wir mal, dass das gut geht. Ihr habt ja gerade gesehen, wie schnell das gehen kann mit den Crocs. Trinken ist jedes Mal Nervenkitzel in dem Spiel. Oh Mann, ey. Vor allem nach so einem Angriff. Oh, guck mal, hier ist auch so eine Salzmine. Hier war ich auch noch nie. Ah, gut zu wissen. Bringt, glaube ich, als Cerato gar nichts. Deswegen gehen wir auch weiter. Als Cerato kann man halt nicht sich den Magen verderben. Deswegen hat das Salz nicht viel Sinn. Der kann ja essen, was er will. Und der kann sich auch überfressen, da kann nichts passieren. Boah, ich bin echt gespannt, ob das so eine gute Idee ist hier. Dass ich in so ein Gebiet gehe, was halt nicht so belebt ist. Weil der Ceratosaurus braucht so unfassbar viel Food. Es geht immer so schnell runter und da muss man fast bei diesen Hotspots bleiben, damit man genug hat. Aber ich versuch's trotzdem mal. Ich will zumindest zum Strand kommen. Ja, hier vorne ist schon der Strand. Also das sollte klappen. Ich glaube, hier kann man sogar wieder hochgehen. Und jetzt können wir endlich Strandurlaub machen. Juhu. Hier dürfte es eigentlich auch Schildkröten geben. Also verhungern werden wir gar nicht. Vorne ist, glaube ich, auch schon einer. Aber vermutlich keine Diät. Aber das ist ja egal. Sache was im Magen. Tut mir ein bisschen leid, die Schildkröten. Wir wollen doch einfach nur hier chillen am Strand. Und dann komme ich vorbei. Mach deren Sonnenurlaub kaputt. Tja, so ist das Leben. Aber ist doch schön hier, oder nicht?
Da unten ist eine Ziege. Ist echt schade, dass es hier nicht so belebt ist. Ich würde gerne öfter mich hier bei solchen Orten aufhalten. Aber lohnt sich halt nicht, wenn hier nichts los ist. Das wollte ich sagen. Den nehmen wir noch mit. Wenn wir ihn dann kriegen können. Da haben wir ihn. Tut mir sehr leid, aber ich habe Hunger. Großen Hunger. Was läuft denn da? Bugs Bunny! Nach dem 10. Versuch habe ich es dann doch gefangen. Rein in den Schlund. Komm her. Ich tu dir nichts mehr, Kleiner. Komm her. Was bist du denn, ein kleiner Kano? Ach nee. Kleiner Cerato. Hey. Da haben wir ein kleines Baby jetzt adoptiert. Jetzt müssen wir halt erstmal den Kleinen ein bisschen durchernähren. Das ist ein Franzose, okay. Aber er kann Englisch, das ist die Hauptsache. Wird halt gleich die Reste essen sonst. Okay, der Kleine ist erstmal AFK, so wie es aussieht. Der war bestimmt ein bisschen AFK grown. Der hat jetzt fressen, trinken und entspannt sich jetzt erstmal ein bisschen. Ich lasse ihn einfach mal in der Gruppe, mal gucken, was passiert. Vielleicht finden wir ihn ja nochmal wieder. Stego kommt zu mir. Ich glaube, der ist wütend. Naja, dann vertreibt er mich wohl, aber ist ja nicht schlimm. Ich will eh weiter. Na, hier gehen wir jetzt irgendwas trinken. Ist eigentlich immer ein ganz guter Spot. Und dann überqueren wir auch das Wasser. Da ist der Kano. Ja, schon Bock, den anzugreifen. Das wäre auf jeden Fall ein Snack, der uns helfen würde. Und wir sind echt hungrig. Komm, los geht's. Irgendwo hier in dem Busch. Da läuft er davon.
weiß nicht, ob wir ihn erwischt haben. Aber ich weiß, dass wir mehr Ausdauer haben, aber er ist halt schneller. Und wenn er im Kreis läuft, ist gut für uns. Ja, der will halt echt in den Wald. Versuch mal, die Fußspuren zu tracken. Ah, wir haben jetzt eigentlich keine Zeit, den zu verfolgen, sage ich euch ehrlich. Wir sind so hungrig. Der Stand sieht halt gerade echt wieder richtig schlecht aus. Wir verlieren halt Leben. Und wir haben richtig viele Debuffs. Dadurch, dass wir keine Diät am Start haben. Aber was soll ich machen? Also ich war halt gerade nicht an den Hotspots und da findest du halt auch einfach nichts. Nur diese kleinen Snacks und die halten dann für eine halbe Minute und dann brauchst du schon die nächste Ziege gefühlt. Das ist schon echt belastend. Also ich renne jetzt halt Richtung Center rein. Aber es ist halt super gefährlich, weil wir einfach gerade Schaden bekommen und diese ganzen Debuffs haben. Also wenn mich jetzt irgendwas angreift oder findet, bin ich halt easy zu snacken, ne? Da ist er. Jetzt verlieren wir wenigstens kein Leben mehr. Aber auch wieder halt nur ein kleiner Snack. Das will man machen. Aber hier waren ja noch mehrere kleine Snacks. Und das ist auch noch nah dran. Natürlich ist das im Wasser. Hier ist noch was. Ah, unser Magen ist schon wieder rot. Oh, das hilft ein bisschen. Oh, Gott sei Dank. Oh, wir haben sogar unsere Diät wieder aufgefüllt gekriegt dadurch. Perfekt. Da drüben liegt halt eine Leiche am Ufer, aber da brauchen wir gar nicht hingehen. Kano. Den holen wir uns. Er rennt weg. Das ist halt immer das Problem, ne? Die Kanos können halt einfach wegrennen, gefühlt. Und wenn der jetzt nicht allein ist, habe ich halt auch ein Problem. Auf jeden Fall bessere Hits gelandet als er. Kann ihn, glaube ich, auch face tanken jetzt. Komm her. Nein, der gewinnt halt echt. Das gibt's doch nicht. Ach, krass. Okay, vielleicht darf ich ihn doch nicht facetanken. Aber ihr könnt gerne mal Tipps in die Kommentare schreiben. Ich dachte halt wirklich, ich bin weit vorne, was Damage und Bisse austeilen angeht. Ach, krass. Ich dachte, ich habe den viel häufiger getroffen. Also irgendwas habe ich falsch gemacht. Schreibt's auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich habe halt leider noch nicht so viel Erfahrung mit den ganzen Kämpfen und sowas. Also da brauche ich auf jeden Fall Tipps von euch. War aber trotzdem eine sehr spannende und coole Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.